Hallo Leute. So, hier ein kleines Fazit zu den Soundcord Q30. Ich kann euch sagen, für mich sind die nix, weil das Noise Cancelling einfach viel zu schlecht ist. Dass dieses, wie sagt das Soundcore Hybrid ANC, das taucht halt nicht wirklich was. Ja, deswegen, ja, die sind zwar schön, haben auch guten Sound, aber naja, sie sind halt auch sehr warm für den Sport, also ungeeignet. Ja, auch wenn sie hier einen tollen Bügel haben, der auch wirklich hochwertig ist und auch die Position behält, die man eingestellt hat. Ja, man hat hier halt zwei verschiedene Tasten fürs ANC, was auch schon wieder komisch ist. Und sie sind halt nicht wasserdicht. Also bei Regen, wenn man draußen da bei Regen rumläuft mit, ist eher schlecht. Und unter der Kapuze ebenfalls. Also gehen Sie zurück. So, ihr könnt jetzt mit dieser Taste zwischen Transparent, Noise Cancelling und Normal wechseln. Und wenn ihr hier dran drückt, ihr drauf drückt einfach auf die Fläche, gedrückt haltet, könnt ihr zwischen Transparent und Normal wechseln. Da könnt ihr es. Transparence und Noise Cancelling. Also ihr müsst ja einmal so ein bisschen gedrückt halten. Ja, also dafür zwei Tasten zu machen, beziehungsweise eine Touchflechte und eine Taste, ist ein bisschen komisch, dass man das so gemacht hat. Aber wie gesagt, wer Kopfhörer haben will mit Noise Cancelling, der sollte da die Finger weglassen. Sonst kann man die gerne nehmen. Ich zeige euch nochmal kurz die App. Ihr habt hier halt die verschiedenen Modis. Ne? Geräuschunterdrückung, Transparenz und Normal. Und da könnt ihr dann halt nochmal auswählen. Verkehr, Indoor, Outdoor. Wobei ich da sagen muss, das ist alles scheißegal, was ihr da anklickt. Das bringt nicht wirklich was. Equalizer habt ihr einen Standard, da habt ihr vorausgewählte Sachen. Da könnt ihr einen Bassbooster machen. Hier seht ihr dann oben die Linie. Aber wenn ihr das jetzt benutzerdefiniert macht, könnt ihr halt nicht irgendwas reduzieren, erhöhen, Bass oder so, sondern ihr habt einfach nur diese Linie, die ihr verstellen könnt. Da muss man dann natürlich gucken, was ist und wie sich was auswirkt. Und dann könnt ihr das speichern. Ist ein bisschen komisch gemacht. Aber gut. Naja. Was es mit dem Schlaf auf sich hat, naja gut, das weiß ich nicht. Wie gesagt, die Kopfhörer werden zurückgeschickt. Na, so. Einstellungen. Na gut, Update könnt ihr machen. Ist ja aktuell, also von daher gibt es ja auch keine Verbesserung in Sachen Noise Cancelling. Gut, das war's. Ich kann euch hier nochmal so ein Feature zeigen. Hier ist in der Tasche abgebildet, wie man die Kopfhörer reinzulegen hat, damit das auch vernünftig sitzt. So ist dann halt der rechte. So, rechtes außen. Link ist in. So. So ist es quasi abgebildet. Und so müssen die auch rein. Natürlich muss der Bügel komplett eingefahren sein. Hier habt ihr einen Schutz, damit die Ohrpolster nicht aneinander reiben. Und ja. Also das passt schon so gerade eben hier rein. Ja, da ist nicht viel Platz, aber es passt. Wenn man das jetzt noch vernünftig machen würde, würde das sogar noch besser passen.